Hallo und willkommen zurück zu God of War. Letztes Mal ist unser Junge zusammengebrochen und wir müssen ihn jetzt ganz schnell ins Krankenhaus bringen. Ich kann hier auch nicht viel machen. Komm schon, Kratos, du bist doch so stark und so ein kleiner Junge verlangsamt dich. Das ist ein bisschen unrealistisch. Nimm deine Beine in die Hand. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Was braut sich denn hier zusammen? Und vor allem, wo muss ich jetzt hin? Muss ich ins Boot? Sieht so aus. Zu Freya ist es nicht weit. Mensch, da braut sich aber ein richtiger Sturm gerade zusammen. Ich glaube, Thors Sohn hat gepetzt, dass wir ihm beinahe den Arsch auch aufgerissen hätten. Der Sohn. Unser Sohn sieht echt bleich aus. Wohin? Einfach geradeaus. Mensch, hoffentlich hilft mir die Weltenschlange und hält mir Thor vom Leib fern. Schauen wir mal. So, ganz schnell zu Freya. Ja, Hexenhöhle hört sich schon richtig an. Vor allem seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich? Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Ah ja. Dann schauen wir mal, was Freya zu sagen hat. Oh, muss ich mit meinem Sohnemann in der Hand klettern? Das wird eventuell schwierig. Obwohl, vielleicht kann ich ihn mir einfach auf den Rücken schnallen. So. Oder einfach über die Schulter legen. Dann habe ich zumindest eine Hand frei. Wir werden sehen. So. Ganz schnell zum Aufzug. Ein Glück hatten die das in der Antike schon. In der nordischen Antike. So. Hoch mit uns. Ja, genau so habe ich es gemeint. Gleich müssen wir dem Jungen jetzt sein Geheimnis verraten. Beziehungsweise unser Geheimnis. Na komm, wie lange dauert das denn hier? Ich glaube, ich werde ganz schön ungeduldig. Was ist denn los, Kratos? Was tänzelst du so? Musst du aufs Klo? Na gut. Zumindest noch keine Feinde hier, das ist ja schön. Schlimmer. Er zittert. Es ist ernst, wir müssen uns beeilen. Ja, ich laufe so schnell Kratos laufen will. Komm schon, Freya. Sei zu Hause. Hoffentlich ist die nicht gerade einkaufen oder sowas. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Dankeschön. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Ja, wusste ich doch. Dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin da wieder. Schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Dankeschön. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim. Der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten. Kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort. Und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Nein. Du musst was anderes finden. Meine Feuchte? Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn.
Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimi, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Na ja, gut. Der scheint in ganz guten Händen bei dir zu sein. Und dann wollen wir mal... Ja. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Wusste ich doch. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Na ja, gut. Dann geh ich mal und schneid irgendwem das Herz raus. Kann ja nicht so schwierig sein. Obwohl, ich muss ja erstmal nach Hause und eine andere Waffe holen. Ausgerechnet Helheim. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, bitte. Was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Ja, ist es nicht ein schönes Boot? Ja, kein schönes Wetter. Ich dachte, Mimi setzt seine Konversation mit mir noch fort. Anscheinend nicht. Mensch, die Handschuhe stehen ihm aber echt nicht. Ja, zumindest scheint er seinen Sohn zu mögen. Irgendwie. Auf irgendeine verschrobene Art. Oh, der ist nochmal so ein cooler Elch. Hat der Angst vor mir? Ist verständlich. Bin ein ziemlich aggressiver Typ in dem Spiel. Oh oh. Oh oh. Wer bist du denn? Mach mal die Augen auf. Athene. Glaub nicht, dass ich Athene mag. Raus aus meinem Kopf. Die sieht echt gruselig aus. Dankeschön. Was hat Athene überhaupt da drin verloren gehabt? Nochmal Elchis. Hirschis meine ich. Vielleicht sind es auch Elche. Wer weiß es schon. Glaubt das Spiel und jeder andere sind Hirsche. Weist ihr mir den Weg? Darf ich eigentlich selbst mal denken? Nö. Na gut, dann sehen wir hier Kratos bei ein bisschen, bei einer chilligen Kanufahrt zu. Auch nicht das Schlechteste. Vor allem bei dem Wetter. Da würde ich lieber daheim sitzen. Vielleicht einen schönen Film schauen, vielleicht schlafen. Besser als so eine Bootstour bei sich nierendem Sturm, weil ein Gott hasst. Naja. Ich glaube, wir haben es aber bald nach Hause geschafft. Oh, da ist ein Mensch rechts von uns gewesen. Oder ein Gott. Irgendwas marschiert da. Das gefällt mir aber nicht. Aber erstmal wieder am heimischen Ufer andocken. So, wer ist denn hier lang spaziert? Und vor allem, warum? War das wieder Baldur, der auf die Fresse will? Oh nee, das war nur so ein Teil. Also, ich habe gar keinen Jungen hier gerade. Okay, meine Äxte sind da machtlos. Nahkampf.
Jo, die schalt mal aus. Ja, schön das Gesicht wegtreten. Das ist immer so effektiv. Na gut, der ist eh hin. Was für eine Seite? Und wieso macht ihr euch jetzt so leicht unsichtbar? Und du hast auch kein Gesicht mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Ich glaube, zwei sind es noch. Nee, da kommen ja immer mehr aus dem Boden. Ja, ja, der hinter mir macht mir gerade nicht so viel Sorgen. Haben ihr Angst, dass Baldur zurückkommt? Oder gleich Tor? Komm schon. Weg mit dir. Wünschte, die hätten aber noch ein paar andere Finisher-Moves hier für einen Gegnertyp gemacht. Den nur auf den Kopf zu treten ist zwar lustig, aber nicht so abwechslungsreich. So, reicht hier das jetzt? Ich nehme das auf jeden Fall hier. So, dann mal schauen, was wir hier vergraben haben. Oh, die Axt sieht echt inzwischen richtig cool aus. Und hat sogar so Funkelsteine, die im Dunkeln leuchten. Das werden die Runen sein. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist da einfach nur so ein Stock drin, mit dem er die anderen Götter einfach gestupst hat, bis sie gestorben sind. Oder Fäustlinge, damit es nicht so weh tut, wenn man jemanden haut. Oh, es ist nur ein giddliger alter Teppich. Kann man damit Götter umbringen? Ah, vielleicht sind es Schlagringe, die eingewickelt sind in Teppich. Ich bin gespannt. Oho, kleine Messerchen. Wieso kämpft man dann mit der Axt? Das sieht doch auch spaßig aus. Na? Sind die Hände noch... Oh. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch ich hab gesagt, ich will nicht mit dir reden, Athene. Du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ach, ich glaube, ich habe mich schon geändert. Ich weiß. Ja, gut. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Tschüss, Athene. Oh, ich dachte, ich hätte euch besiegt. Oh, das macht Spaß. Ich wünsche, ich kann die Waffen behalten nach der Mission. Die Axt ist zwar auch nicht schlecht, aber das ist echt lustig. Und die machen Schaden. Macht echt Spaß. Also ich finde jetzt nicht, dass ich so ein großes Monster bin. Dankeschön. Lohnt sich doch so ein paar Augen am Hintern zu haben. Dann fühle ich mich auch nicht so allein hier, während mein Junge sein Fieber auskuriert. Wie viele von euch wollen denn hier noch kommen? Habt ihr noch nicht genug? Ich habe für jeden von euch eine Überraschung. Ja. Die Klingen werden dir in Helheim gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. In deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Oh, das klingt doch gut.
Und wo siehst du in meinem Vorgarten irgendwas? Hier. Na gut. Hab ich schon? Nee, ich hab noch nicht alles aufgesammelt. Das wäre ja albern, das nicht zu machen. So. Was bist du? 11 EP. Verloren und wiedergefunden. Verlorene Spielsachen 2 von 4. Na gut. Dann einmal Abkürzung. Einmal hierhin. Bestätigen. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Nee. Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Ja. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Mhm. Sag, wo ist denn der Kleine? Dem geht's nicht gut. Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Mhm. Ich werde dich im Auge behalten. Keine Sorge, oh. Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten. Thürs verlorener Gürtel der Eintracht Frankfurt. Ist sie jetzt besser oder schlechter? Ich könnte auch natürlich den Kriegsgürtel machen. Guckt mal, der kann auch so viel. Oh, ich weiß es nicht. Ich warte damit. Oh, Chaosklingen. Brauchen wir Chaosflammen für. Macht Sinn. Zauber, Auferstehungssteine. Berserker, Auferstehungsstein. Kaufe ich einfach mal. Kann nicht schaden. Ja, schließen. Mein Sohn ist zwar nicht da, um den in mir dann irgendwie einzudolchen, aber dann haben wir ihn schon mal. So, auf nach Helheim. Mensch, schaut das gerade hier cool aus, bis sie die Beleuchtung geändert haben. So, jetzt, dann. Da Freya dir die Wettenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Boah, das macht Sinn. Mein Bifrost ist ja noch da. Jo, dann schauen wir mal, wann ich denn den Tisch drehen kann. Muspelheim, da wollen wir auch noch hin. Asgard. Svartalfheim. Helheim. Doch, passt doch. Wir machen es wirklich. Ja, natürlich. Ich bin nicht nur ein Mann von großen Worten. Wir reisen wirklich jetzt ins Reich der Toten. Und schauen, dass die Toten noch töter werden. Da geht's lang. Komm, muss ich hier auch Wurzeln schlagen? Ach, der Witz wird nie alt. Was ist jetzt los? Ist es gut? Ist es nicht gut? Er glaubt, es ist gut. Auf zum Brückenwächter. Ja, lass mich doch rüber. Was ist das hier? Ist egal. Rein mit uns. Ach, das sieht hier schon so unfreundlich aus. Dankeschön.
Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte verlieren. Ich hoffe, die Klinge funktioniert. Boah, das hoffe ich auch. Für Vasen sind sie schon mal geeignet. Immer mehr Hacksilber, als ich es mir jemals erträumen lassen. 10 Stück. Was ist denn das? Noch eine verlorene Spielsache? Nein, ein Familienerbstück. Weiß zwar nicht, was es da links zu suchen hatte, aber jetzt gehört es uns. So, irgendwas hier noch. Da ist noch ein bisschen Gesundheit. Und ansonsten war es das, glaube ich. Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Kelheim. Der Brücken, der den Zugang überwacht, zu gehen müssen. Folge ein. Gott, das macht soweit Sinn. Hey, du solltest schon längst tot sein. Jo. Hailstorm mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Ich versuch's. So, erstmal hier schön looten. Was bist du denn? Spartaner Ansturm. Leichter Rundangriff. Ein Sprintangriff, der Gegner mit einem brennenden Schild rammt und leichten Brandschaden verursacht. Rein in mein Inventar. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ja, guter Grund. Und schaut euch nur diese Vasen an. Hoffentlich ist da auch ordentlich was drin. Vielleicht noch ein Familienerbstück. Nee, sah nicht so aus. So. Ja, aber schon wirklich kalt hier. Und was seid ihr für Dinger? Nicht sehr schädliche, auf jeden Fall. Oh, das nehme ich doch. Bisschen Gesundheit. Nicht von hinten angreifen. Das ist ja unfair. Da habe ich nur 2 Paar Augen. Und die gehören nicht zu mir. Au. Hört mal auf, Speere zu werfen. Man kann nicht so gut ausweichen. Aber echt viele Tote hier. Muss man schon sagen. Dann ragen wir doch mal ein bisschen. Also das bringt gar nichts. Stimmt was nicht. Hier sollten nur die gerade Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Ja, das ist nicht gut. Wieso habt ihr denn das Tor geschlossen für die ganzen Toten? Das ist nicht sehr gut. Wir müssen doch irgendwo unterkommen. Na, ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal. Und jetzt gehen wir hier rein. Beziehungsweise hier runter. Irgendwas zum Einsammeln hier? Nö. Na gut, weiter geht's. Das sind coole Waffen. Und jetzt hangeln wir uns über den Hintereingang oder Seiteneingang rein. Auch nicht schlecht. Oh, der sieht wieder so unfreundlich aus. Macht mal das Tor auf. Was macht ihr denn hier? Der hat mich einfach abgewehrt. Ich mag's nicht, wenn man mich abwehrt. Ihr macht hier sowas. Wie könnt ihr das vor allem? Was mache ich gegen euch? Das kann doch nicht sein, dass ich da nicht mal ein Schild durchbrechen kann. Hilft mir meine Axt? Nö. Helfen mir meine Fäuste? Weiß ich noch nicht. Au. So, zumindest der liegt mal platt. Ich glaube, ich muss ihn irgendwie ausweichen oder so. Oder einfach ignorieren. Na? Ohne euer Schild seid ihr nicht mehr so effektiv, was? Na, endlich. Nein, noch mehr von denen. Ah, zum Glück ohne Schild. Ja, na also.
Oh, noch einer mit Schild. Wieder direkt unsympathisch. Komm schon. Okay. Man kann anscheinend einfach drumherum fleuchen. Dann läuft das. So, eine schöne Kiste. Mit hoffentlich ganz schönem Zeug drin. Ordentlich Hacksilber. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, dann gehen wir nach oben. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich. Vor allem, was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Das ist verwirrend. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Eine Kiste drin. Du lernst wirklich schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das Arquir gebracht hat. Nicht schon wieder so ein Speertyp. So, geh doch einfach. Sind aber interessante Statuen. Hier ist das so eine Art Rätsel. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was mit denen los ist und warum die so cool glühen. Weiß auch nicht, warum hier Vasen noch existieren. Dachte, alle Vasen, die hier hinkommen, sind schon tot. Naja. Sieht aber cool aus mit den Statuen. Und ein bisschen creepy. Was ist denn jetzt los? Oh, du bist ganz schön stark. Wieso greifst du mich denn überhaupt an? Ich hab dir nichts getan. Jetzt habe ich dir was getan. Uiuiui. Das geht aber auf den Nacken. Komm, mach den doch platt, den Kollegen. Der Rest, der ergibt sich ja schon verdammt allein. Ja, einmal. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jungs, ich hab genug gespielt. Dieses Valhall. Liegt es in Hel? Oh nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Das ist eine makabere Anschauung von, wer erlaubt es, in ein Totenreich zu ziehen, das nicht so dämlich ist. So, eine Krähe. Keine Krähe mehr. Beziehungsweise kein Rabe mehr. Wo muss ich denn hin? Da oben leuchtet auf jeden Fall noch was. Da oben, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sind die schon verbrannt? Da können wir vielleicht rausklettern, wenn wir dran. Ja, ich habe noch nicht ganz genug draufgehauen gehabt. Deswegen war der Weg noch blockiert. Hier lag doch was. Damit kann ich wieder in Rage geraten. So, muss ich jetzt wieder hier hoch? Weiß auch nicht, wie das noch weiter... Na? Das sieht doch gut aus. Das sah doch gut aus. Ich komme doch von hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Hat sich zwar ein bisschen was verschoben. Ja, trotzdem. Ich schätze mal, wenn man auf der anderen Seite den Busch wegmacht, dann rutscht die Plattform irgendwie nach unten. Oder irgendwie sowas. Okay, jetzt scheinbar zumindest hier durchzukommen. War also, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wir probieren's. So, komm. Du kannst dich doch bestimmt hier fallen lassen. So steil sieht das gar nicht aus für jemanden mit deinen Fertigkeiten. So, müssen wir zurück. Wir probieren's einfach mal. Ich habe fast die Ahnung, dass das ein richtiger Weg ist, dass wir jetzt zurückgehen. Vielleicht mache ich aber auch wieder alles falsch. Das werden wir früh genug jetzt erfahren. So, dann
Schade. Es war nicht ganz korrekt, was ich hier gemacht habe. Das ist eigentlich das. Kann ich immer noch nicht mit interagieren. Was für ein Jammer. Okay. Ich hatte es befürchtet, aber nicht gehofft, dass ich hier nochmal lang kraxeln werde. Aber wir haben ja Zeit. Geht ja nur um das Leben unseres Sohnes. So, wo müssen wir jetzt lang? Da unten auf keinen Fall. Hier auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir alles falsch gemacht. Und müssen hier nochmal korrekt irgendwo lang kraxeln. So. Ja, ist ja gut. Komm schon. Ein Glück wurde mir der Trigger jetzt noch angezeigt. Und dann habe ich aber nicht so wirklich Ahnung, wo ich weitergehen soll. Da ist auch noch irgendwas, was Loot in sich trägt. Können wir ja zumindest mal... Weiß ich nicht, wie ich da dran komme. Oh, das sieht hier nicht effektiv aus, was ich mache. Schade eigentlich. Vielleicht gibt es einen Weg, aber ich kenne ihn nicht. Ah, das sieht schon richtiger aus. Und wie kommen wir da dran? Ich glaube, das war genau die Frage. Vielleicht indem wir so einen Felsen... Nö. Kannst du nicht einfach ein bisschen hüpfen? Ein bisschen hüpfen. Na gut. Dann müssen wir eventuell doch nochmal hier rauf. Das war ja diese kleine Sackgasse, aber vielleicht können wir was zum Einsturz bringen. Zumindest das hier nochmal. Bringt das was? Das hat was gebracht. Na also. Warum denn nicht gleich so? Wäre ich gleich drauf gekommen, hätte ich zumindest nicht den ganzen Weg zurück nochmal und wieder herkommen müssen. Naja, jetzt geht's ja weiter. Das sieht echt hier ein bisschen creepy aus. Mystisch und creepy. Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Weiß ich nicht. So viel kenne ich mich mit der nordischen Mythologie auch nicht aus. Oh, hier bräuchte ich meinen Jungen und seine Spezialpfeile. Glaubt nicht, dass ich hier allein was ausrichten kann. Nö. Also irgendwann müssen wir nochmal mit dem Sohnemann zurückkommen, wenn er es denn schafft. Bin eigentlich sicher, dass er es schafft. Zumindest ist er im zweiten Teil auch vorhanden. So, ist das fette Teil der Brückenwächter? Da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Ja, das klingt gut. Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Ich glaube, ich schaff's, einen Streit anzufangen. Nein, ich soll die Hilfe-Items nicht jetzt aufsammeln. Die brauche ich doch später alle. So, der Rückweg ist dann schon mal offen. Das sieht doch gut aus. Oh, wer ist denn das da hinten? Wer von euch ist der Wächter? Ich hoffe, der Kleine. Und da hinten ist was? Ein riesiger Rabengott? Hi, gib mir dein Herz. Es war ja gerade Valentinstag. Lasst es. Will nicht zerkloppt werden. Glaub, so sauer war der auch selten. Au. Er wird Zeit für Rage. Na also. Schön auf die Bandscheibe und aufs Knie hauen vor allem. Bandscheibe ist hier irgendwo im Rücken. Das hätte gar keinen Sinn gemacht.
So, wo bist du hin? Lass das mal, Kollege. Du hältst ganz schön was aus. Nein, Kreaturen der Finsternis. Aber zum Glück ohne Schild. Au. Au. Ich weich doch aus und versuche Angriff zu drücken. Komm schon. Jetzt aber schön auf die Achillesferse. Oh, wir haben schon wieder so viel Gesundheit verloren. Her damit. Her damit. Und her damit. Geh von mir runter. Drück doch eh. Was willst du? Glaubt der Riese ist etwas unfreundlich mir gegenüber gesonnen. Schnell, Hilfe-Items. Hilfe-Items. Au. Hab mich doch gerade hochgeheilt. Lass mich wenigstens aus. Der lässt mich nicht ausweichen. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein unfairer Kampf. Wieso hat er noch die Hälfte an Leben? Das gefällt mir aber gar nicht. Mist. Das nehme ich. Ja, ist ja gut. Komm schon, den Hellson müssen wir irgendwie umbringen können. Oder zumindest irgendwie das Herz stehlen. Ich kann mich gerade nicht heilen. Fällt mir schwer. Vor allem ohne Hilfe-Items. Hilfe-Items, wo seid ihr? Nicht hier. Na gut, dann gehen wir halt außen rum. Dann halt so. Au. Au. Das war's denn also? Ja, das war's. Dann macht man doch gleich nochmal und am besten diesmal besser. Einfach weniger Silber einstecken. Also, ich habe volles Leben und ihr nicht. Also praktisch. Das passt zu meinem Schwierigkeitsgrad. Ja, muss erstmal wegen dem vor mir vorsichtig sein. Lasst es, ich kämpfe gerade mit eurem Papa. Komm schon. Nein, weg hier. Ja, das machst du nicht gut. Ganz schön aggressiv bist du. Komm schon, gleich hat er noch zwei Balken. Nur noch zwei Balken stark ist er. Ich nehme das Hilfe-Item. Lass mal stecken, Kollege. Lass mal stecken. So, jetzt aber. Komm schon. Komm schon. Nur noch ein Balken gleich. Wir kriegen ihn. Oder er kriegt uns. Kann sein, dass er uns kriegt. Hier fehlt nicht mehr. Mist. Lass mich ausweichen. Ja. Hab ihn. Hab ihn noch nicht. Hab ihn noch nicht. Ich dachte, ich hätte ihn. Fehleinschätzung. Ganz klare Fehleinschätzung. So, jetzt aber. Komm schon. Ja. Hat geklappt.
Mit zwar wenig Leben, aber immerhin war mal erfolgreich. Nur einmal gestorben dabei. Die sollten echt nicht immer ihre scheiß Steine dabei haben. Werden öfter davon zerquetscht. Gut, diesmal nicht, aber das ist nur ein semantischer Unterschied. So, dann gib mir mal dein Herz und all deine Hilfe-Items. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Na gut, das kriege ich hin. Komm schon. Hoffentlich betrügt mich Freya oder Freya jetzt nicht. Braucht sie das Herz nur, um sich selber wieder in Götterstatus zu setzen. So. Das ist fachmännische Chirurgie. Und jetzt der Rippenspreizer. Na also. Was ich nicht alles für mein Kind hier tue. Hat er ein großes Herz oder ein kleines Herz? Nicht. Oh, das würde ich sagen, ist schon ein größeres Herz. Zwar nicht in der Proportion, aber naja. Ich nehme das mal mit. Ja. Entschuldigung, Wächterchen, aber lieber du als mein Sohn. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Wer willst du, Zeus? Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Ja. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Ja, aber nicht von der Kiste hinter dir. Nein, du gehst in die falsche Richtung. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg. Chaosflamme. Oh, die brauche ich doch, um meine Klingen hier zu verbessern. Da ist ein Helf-Item. Aber ich wäre doch nicht ich, wenn ich hier nicht einfach versuchen würde, in die andere Richtung noch zu gehen. Ja, die Brücke ist kaputt. Da kann man nichts machen. Na gut, da kommen wir echt nicht weiter. Dann würde ich tatsächlich sagen, sehen wir vielleicht den Gruseltypen da an. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.